Sehr geehrte Herren, liebe Kollegen, ich begrüße euch herzlich zu der Medienkonferenz vom Aargauer Regierungsrat. Und heute geht es um den Start von der öffentlichen Anhörung, Richtplanerlassung, Festsetzung, Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung, Raum Sur, Abkürzung VERAS. Der Baudirektor, der Regierungsrat Landstatthalter Stefan Attiger, wird die Ausgangslage darlegen, denn was die Rahmenbedingungen sind. Dann wird der Leiter von der Abteilung Verkehr im Departement Bau, Verkehr und Umwelt, der Carlo Tegelo, die Gesamtplanung vorstellen. Und dann haben wir ein Statement, kann man fast sagen, vom Hauptbetroffenen von der ganzen Materie, vom Herrn Gemeindamen Marco Cenoni, Gemeindepräsident von Sur. Der Landstatthalter wird dann am Schluss noch das Anhörungsverfahren erläutern, wie die ganzen Abwicklungen sind und auch das weitere Vorgehen darlegen. Nachher haben wir natürlich selbstverständlich die Gelegenheit, im Plenum noch Fragen zu stellen oder einzelne Interviews zu führen. Ich darf das Wort geben am Landstatthalter. Bitte. Besten Dank, geschätzte Gäste, geschätzte Mitarbeitende. Besten Dank für das Interesse für die Anhörung der Richtplananpassung. Zurück jetzt zu dem Richtplananpassung, Festsetzung, Verkehrsinfrastrukturentwicklung, Raum Sur. Was ist die Ausgangslage? Sie kennen hier die Situation mit Wienental, Sur und Emfelden. Und die Problematik, die von dieser Region kommt, dann ist die Problematik bestens bekannt. Wir haben einerseits natürlich in den Siedlungsräumen jetzt ein grosses Verkehrsaufkommen mit der entsprechenden Emissionen auch. Wir haben eine Überlastung in Sur und Kränichen täglich. Auch die von der Region sind, erleben das immer. Und wir haben, und das ist durch den Ursprung vom Ganzen, eine ungenügende Anbindung vom Wienental an die A1. Sie sehen hier, wie das läuft. Das läuft natürlich dort in das Zentrum Sur rein und entsprechend haben wir dort Überlastung. Wir haben lange Wartezeiten bei den Bahnübergängen. Das ist natürlich auch eine einschränkende Bahnübergänge, die wir haben. Und entsprechend führt das natürlich auch zu diesen Stausituationen. Es ist ja etwas, was schon länger bekannt ist. Ich komme noch darauf zurück. Und entsprechend sind wir froh, dass wir heute Lösungen zeigen können, wo eben die Erreichbarkeit soll gewährleisten, auch in Zukunft die Erreichbarkeit von den wichtigen Zentren. Sei das Kränichen, sei das Sur, sei das Emfeld, das Ober-Unterempfeld, aber auch natürlich Aarau, wo nachher gerade vor der Tür ist. Das als Ausgangslage. Wie ist heute die Anbindung an die A1? Wir haben die Autobahnanschlüsse Aarau-Ost und Aarau-West und wir führen den Verkehr jeweils vom Zentrum Aarau Richtung Aarau-West und Aarau-Ost, natürlich dort auf der Autobahn zubringen. Sie kennen das T5. Wir binden das Wienental so anbinden, dass wir ins Zentrum von Sur reinfahren, insbesondere natürlich, was die Anbindung an T5 betrifft. Und wir fahren knapp an Sur vorbei, was die Anbindung Richtung Bern betrifft. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass das Projekt, das wir Ihnen vorstellen, natürlich in Abstimmung ist auch mit dem Astra. Es geht ja um die Anbindung auf die A1. Entsprechend muss das mit dem Astra abgestimmt sein. Mit dem Astra abgestimmt ist ja der 6-Spur-Ausbau zwischen Aarau und Birfeld. Und in diesem Zusammenhang auch eine Knotensanierung in Aarau-Ost, also dort in den Hunzenschwil, wo T5 auf die A1 geht. Dort sind wir am Projektieren von einer Optimierung von dem Knoten und entsprechend ist das Projekt mit dem Astra abgestimmt. Da komme ich auf die Folie, was heute Sachen ist. Der Grosse Rat hat schon 2003 die Ostumfahrung im Richtplan festgesetzt. Das ist der durchgezogene Strich und die Südumfahrung ist in einer Vororientierung. Gleichzeitig ist auch der Anschluss Wienertal im Richtplan als Vororientierung vermerkt. Der Anschluss Wienertal, wir kommen im Detail noch darauf zurück, der macht so keinen Sinn mehr, weil ein Anschluss natürlich immer nicht nur Verkehr abnimmt, sondern auch Verkehr bindet. Und wenn man den Anschluss dort würde lassen, wo er jetzt im Richtplan in der Vororientierung ist,
dann ist auch klar, dann würden die Autofahrer entsprechend den Anschluss nehmen, wenn sie Richtung Aarau würden gehen. Und entsprechend hätten wir dort ein vermehrtes Verkehrsaufkommen, eben gerade im Siedlungsgebiet, sei das in Suhr oder Aarau. Darum verfolgen wir den Anschluss, den wir richtig planen, so in der Vororientierung, ist nicht mehr weiter. Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, dass man den Verkehr um die Siedlung umleitet, um die Siedlung um auf die Autobahn, nicht durch die Siedlung durch. Das ist noch eine Planungsgeschichte, die ist lange, ich habe es gesagt, Festsetzung von der Ostumfahrung 2003 und entsprechende Anpassungen, die wir dort mal vorgesehen haben. Es hat dann Verzögerungen gegeben, wir haben Grossprojekte mit der Eigentrassierung, WSB etc. Das hat die Projekte verzögert. Wir haben 2015 die Planungen wieder aufgenommen und entsprechend das Projekt vorwärts getrieben. Projektziel, das ist auch wichtig, wir haben Projektziel definiert mit der Region, mit der Regionalplanungsverband, aber natürlich auch mit den entsprechenden Gemeinden. Die Zielsetzungen sind von Anfang an klar gewesen. Wir wollen eine Entlastung vom Siedlungsgebiet. Wir wollen eine Verbesserung von der Anbindung vom Wienental an die A1. Wir wollen eine Reduktion von der Belastung für die Wohnbevölkerung und wir wollen eine Aufwertung vom Velonetz. Jedes Verkehrsprojekt, das wir machen, heute tun immer sämtliche Verkehrsträger mit einbeziehen. Der Individualverkehr, der öffentliche Verkehr, aber insbesondere auch der Langsamverkehr. Das ist eine Selbstverständlichkeit und entsprechend sind auch dort die Lösungsansätze so aufgebaut. Ich darf jetzt dem Carlo Degel übergeben und er wird entsprechend nachher den Lösungsansatz präsentieren. Besten Dank. Die Region entwickelt sich. Ich glaube, was ganz wichtig ist, in diesem Zusammenhang den Hinweis zu machen, die Siedlungsentwicklung nach innen. Das heisst, wir versuchen dort nach Raumplanungsgesetz die Siedlungsentwicklung nach innen vorwärts zu treiben. Und das heisst, wenn man Siedlungsentwicklung nach innen macht, hat man auch mehr Leute und von dort her ist nachher auch der Druck da, dass man die Siedlungsqualität, die wir eigentlich alle wollen, dass man die kann erreichen innerhalb der Zentren. Das heisst, wir sind an vielen Arbeiten daran. Wir haben hier eine Auflistung gemacht. Wir haben in verschiedenen Planungen haben wir in den Gemeinden, unter anderem auch in Aarau. Wir haben aber auch in Suhr und in Oberentfelden gerade eine Revision von der Baunutzungsordnung, die im Gang ist, und auch einen kommunalen Gesamtplan Verkehr, wo eigentlich die Abstimmungsfrage zwischen Siedlung und Verkehr aufeinander sollte abstimmen. Wenn man gleich zwei oder drei Punkte rausnehmen will, der Hinweis mal auf Punkt 2, der ist in der Mitte von Suhr im Bahnhof Süd, wo recht viel eigentlich läuft in diesem Zusammenhang, wo auch viele Sachen schon realisiert sind auf der einen Seite. Und im Beispiel, zum Beispiel aus 5 oder 6 in Grenichen mit Wohnschwerpunkten, also abgekürzt WSP, und was wir im Richtplan noch definiert haben, die Entwicklungsschwerpunkte, die man zum Beispiel eben in Entfelden auch solche hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heisst mit anderen Worten, dort finden Entwicklungen statt und wie die nächste Folie dann wird zeigen, bedingt es natürlich auch, dass wir Verkehr können sicherstellen können. Wenn man heute das ein bisschen anschaut, wie ist die heutige Situation, Fahrzeuge pro Tag, ist es durchschnittlich täglich Verkehr. Das ist die Verkehrsbelastung von heute. Wo man, wenn man schaut, jetzt eigentlich raussticht, eine Zahl, das ist eigentlich die in Suhr, man kann eigentlich sagen, zwischen Bären und Kreuzkreisel, wo wir heute 25'500 Fahrzeuge haben. Wir haben von Grenichen her, wenn man das aus dem Wienental anschaut, eingangs haben wir etwa 10'700 Fahrzeuge, das tut sich nachher aufsummieren auf heute etwa 20'000 Fahrzeuge. Also wir haben in der Peripherie eigentlich von diesen entsprechenden Siedlungsrändern eher, wie gesagt, um die 10'000. Dann sieht man das klar, wird sich das weiterentwickeln auf über 20'000 Fahrzeuge pro Tag. Wenn man jetzt Verkehrsbeziehungen anschaut, wir haben eine Nummernschilderhebung gemacht, im Gegensatz zum durchschnittlichen täglichen Verkehr, wo man alle Tagezählung hat, wo man nachher einen Jahreswert ausrechnen kann, ist bei der Nummernschilderhebung so, dass man dort einen Tag lang im 2014 einen Kreis definiert hat und geschaut, was für Fahrzeuge fahren zum Beispiel auf Suhr rein und welche Fahrzeuge fahren wieder auf Suhr aus. Und das hat man aufgrund von dem das können
erzählen und anschauen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt für die Planung, die wir vorher diskutiert haben bzw. angesprochen haben für die Veras, dass wir dort Aussagen bekommen, wie sind die Verkehrsströme innerhalb jetzt von dem Raum, den wir angeschaut haben. Und da ist etwas, was auffällt, dass die Verkehrsbeziehung Ost und West logischerweise auf die Autobahnanschlüsse im Ost und im West eigentlich die wichtigsten sind. Das heisst mit anderen Worten, wir haben dort ca. 35% vom Verkehr, den ich nachher vorher schon aufgezählt habe. Der zweitwichtigste ist eigentlich, dass ja bei 31% vom Verkehr ist die Süd-Nord, das ist eigentlich die zweitwichtigste und eigentlich die drittwichtigste, das sehen wir hier mit diesen hellgrünen Pfeilen, ist ca. 33% vom Verkehr, der vom Wienental her oder auch zurückkommend eigentlich die Anschlüsse sucht im Bereich von diesen Autobahnanschlüssen Richtung Zürich und Richtung Bern. Und logischerweise, eigentlich aus dem heraus, gibt es, dort sieht man, wo die Orange mit der Blauen sich eigentlich überschneidet, gibt es eigentlich dort am meisten Probleme. Das hat der Regierungsrat Stefan Attiger schon angesprochen. Wir haben auch eine Geschichte mit der Barriere in der Bernstrasse Ost. Das ist die Geschichte mit dem Möbel Pfister, wo wir eigentlich schon heute eigentlich eine Situation haben, wo wir sehr viele Schliesszeiten haben. Prognostiziert sind dort noch weitere Schliesszeiten. Und die, die tagtäglich das fahren, die wissen, wie die Stausituation aussieht, wenn die Barriere zu ist. Einerseits vom Rangieren her, andererseits natürlich auch vom Güterverkehr. Was den Güterverkehr anbelangt, haben wir die Situation, die, dass im Moment im Ist-Zustand ein durchgehendes Trasse ist in der Stunde. Und zwar nur in eine Richtung. Lenzburg-Zofingen. Und dass man nachher in Zukunft eigentlich für den regionalen Güterverkehr zwei durchgehende Trassen zur Verfügung stellt, pro Richtung und Stunde auf dem Abschnitt Lenzburg zu Zofingen. Bloß die Rangierfahrten. Also wenn ihr euch überlegt, ihr hättet schon viermal die Barriere zu, nur durch den Güterverkehr. Bloß der Rangierbetrieb, den man aufrechterhalten muss. Im Weiteren ist es auch so, dass man im Bereich von der S-Bahn im heutigen Zustand im Moment den 15-Minuten-Takt haben, was die S14 anbelangt. Das ist Aarau-Suhr-Menziken von der Wienental-Suhrtalbahn, heute Aargau-Verkehr, AVA. Die Weiterentwicklung sieht so aus, dass man dort nicht mehr in eine Taktverdichtung hineingeht, z.B. in einen 7,5-Minuten-Takt, sondern dass man dort darauf schaut, dass man mit grösseren bzw. längeren Zügen operieren kann. Das würde heissen, es sind etwa 120 Meter Züge, die man in Zukunft führen will, dass man dort auch die Entwicklung, die wir vorher diskutiert haben mit der Siedlungsentwicklung, dass man dort auch die Leute, die pendeln, Richtung Aarau oder sonst andere Orte mit den S14 kann transportieren. Die Entflechtung von der SBB und von der AVA in Oberentfelden gibt auch einen Konfliktpunkt, den man eliminieren will. Und somit gibt es auch Stabilität in diesem ganzen Bahnsystem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, dass wir dort einfach wirklich einen Konfliktpunkt haben für die Erreichbarkeit auch von dieser Barriere für den Raum Sur bzw. für die Anbindung als übergeordnete Strassennetz. Was haben wir jetzt für einen Lösungsansatz? Wir haben einen Lösungsansatz, dass wir gesagt haben, wir machen eine Gesamtplanung. In der heutigen Zeit ist die Situation eigentlich die, dass wir nicht mehr einfach eine Strasseninfrastruktur neu mit einbauen, sondern die ist eingebettet in eine regionale Einbindung. Also wir haben den Raum angeschaut, wie ich vorhin gesagt habe, von der Verkehrsbeziehung. Wir haben in diesem Zusammenhang übergeordnete Rahmenbedingungen. Die übergeordneten Rahmenbedingungen sind wie die, zum Beispiel, dass man eben schaut, was läuft im übergeordneten Strassennetz, wie ist die Entwicklung von der Autobahn N1, wie sieht das aus. Wir haben jetzt dann eingebettet in Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen. Das heisst, wir haben mit dem Bericht zur Umweltsituation schon eigentlich angeschaut. Das bedeutet, dass es im Rahmen zum Beispiel von Aufforstungen, wenn man die Wald beanspruchen. Wir haben Massnahmen zur Abstimmung von Siedlungsverkehr und Freiraum. Und das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, sind die Landschaftsräume, wie sind die vernetzt miteinander. Wie kann man jetzt auch aus der Klimadiskussion zum Beispiel der Luft die Räume sicherstellen. Wir haben aber auch verkehrliche Massnahmen, wo es darum geht, dass wenn man eine Umfahrung baut, dass man nachher nicht natürlich den gleichen Verkehr nach wie vor zum Beispiel auf einer Bernstrasse hat, sondern dass der effektiv dann auch auf die neue Umfahrung geht.
Von dort her sieht die Situation folgendermaßen aus, wenn wir anfangen, im Osten, im Knotenpunkt, den wir vorher gesehen haben, beim Pfister eigentlich, gehen wir mit einer Überführung bzw. nachher auch von der Überführung kann man Sur erreichen. Wir tun die historische Wienertalbrücke, die es gegeben hat, die lassen wir offen für den Fuß- und Veloverkehr, bauen nebenan eine neue Strasseninfrastruktur bauen und gehen nachher eigentlich im Bereich bei den Knoten, so hinter die Bahnhofstrasse, gehen wir nachher runter in einen Tagbautunnel. Der Tagbautunnel hat eine Länge von ca. 800 Meter und führt nachher zu dem Bereich, wo man nachher Greniken gut erschliessen kann, also bei der Bahnbrücke und bei der Strassenbrücke zu suchen. In diesem Zusammenhang komme ich nachher noch näher darauf ein, was der Abschnitt Ost und eigentlich der Abschnitt Süd, was das bedeutet. Man sieht nachher, dass man eigentlich weiterfährt, eigentlich bis zu Oberentfelden, wo man nachher vor allem die bestehende Welt im Map braucht. Einfach das als Hinweis, ich komme nachher noch später darauf zu reden. Wichtig in diesem Zusammenhang noch einmal, es geht auch darum, dass man bei der Vernetzung die Sicherstellung des landwirtschaftlichen Betriebs sicherstellen kann. Das ist ein Bereich dort, wo man sieht, beim Obertellweg auch Richtung Autobahn A1. Wir haben aufgrund von dem, wie kann man die Verkehrsbelastung minimieren, sehen wir hier den Rot, das wäre die sogenannte Umfahrung Ost und Süd. Ost- und Südumfahrung Sur. Das ist das Rote. Mit dem Gelben sehen wir, wie wir das entlasten können. Und was ganz wichtig ist, das, was wir vorher gesehen haben, der Konfliktpunkt, den es gibt im Bärenkreis bzw. Kreuzkreis, dass wir dort die Verkehrsbeziehung können entflechten können. Von diesen zwei Überlagerungen Ost-West und eigentlich Süd-Nord. Das soll das aufzeigen und von dort her kann man sich nachher weiterentwickeln, so wie wir das eigentlich auch geplant haben in diesen Bereichen. Wenn man das jetzt noch einmal anschaut, das bedeutet das, die Verkehrsbelastung heute, die ich gezeigt habe, da bleibt das Augenmerk eigentlich nach wie vor auf Sur, wo wir ja gesehen haben, eigentlich das ist der grösste Balken mit ca. 25'000 Fahrzeugen pro Tag. Wenn man jetzt hier aufgrund von der Nachfrageprognose 2040 anschaut, wenn man nichts machen würde, sieht man die Entwicklung. Die ergibt sich einerseits natürlich durch die Zunahme, die wir haben, von der Bevölkerungsentwicklung. Es tut sich aber auch klar aufzeigen, wenn man nichts macht jetzt im Bereich des öffentlichen Verkehrs oder von der Attraktivitätsförderung des Fuß- und Veloverkehrs, dass sich das so weiterentwickeln würde. Mit den Massnahmen von der Ost- und Südumfahrung Sur und den flankierenden Massnahmen, die nachher näher darauf eingehen, sieht man, dass die Verkehrsbelastung mit Vera, die Nachfrageprognose, die vor allem im Bereich von Sur wird abnehmen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich machen und auch im Bereich eigentlich von der Bernstrasse, wo wir die Umlagerung, wie ich vorher gesagt habe, verschieben auf die Umfahrung. Dort, wo logischerweise nur ein violetter Balken ist, das ist die Situation, die dass natürlich dort Umfahrung ist und dass man auch neu dort einfach eine Belastung hat, dort, wo man heute natürlich logischerweise noch keine Belastung hat. Der Lösungsansatz wäre, als wenn es sich präsentiert, jetzt im Detail, was der Ost, da tue ich nur zwei, drei Sachen erwähnen. Was wichtig ist in diesem Zusammenhang, mit die Linienführung aus der Festsetzung 2003 grösstenteils übernommen. Zudem gibt es einfach noch folgende Präzisierung. Wir hatten im 2003 mit dem Tapotunnel ist man noch recht wenig, hat man recht wenig gehabt. Wir haben dann vor allem eine offene Linienführung gegeben. Und von dort her sieht man das nachher auch bei den Kosten, hat das natürlich gewisse Auswirkungen natürlich auf Kosten, wegen dem dort natürlich jetzt einen Tagbautunnel werden anbieten. In diesem Zusammenhang hat man einen zweiten Punkt, der geändert hat gegenüber von der Linienführung 2003. Man hat nämlich im Bereich von der Bahnbrücke, Strassenbrücke, Grenicherstrasse 242, 240, hat man vorgängig mal gesehen, dass man die Autobahn A1 unterfahren. Das heisst, unterfahren Richtung Greniken. Und dass man den Anschluss auf die Südumfahrung, wo der vororientiert drinnen ist, dass man nachher noch einmal die Autobahn unterfahren.
Und wir sind eigentlich davon abgekommen, weil wir haben gesagt, dass wir vor allem im Bereich von Grenichen eingangs nach der Brücke Probleme bekommen mit der Erschliessung auch von diesen Gewerbegebieten, weil wir dort gar nicht mehr aufs Niveau hätten kommen können. Das heisst mit anderen Worten, es hat zwei Änderungen. Einerseits die Überführung von der Bernstrasse Ost gegenüber von 2003 mit dem Barriereübergang, der Tabautunnel plus, dass man nicht mehr zweimal die Autobahn quert. Das ist eigentlich das, was geändert hat, was wir nachher auch versucht haben, in dem Zusammenhang im Bereich Süd, dass man möglichst wenig Kulturland verbraucht. Das heisst mit anderen Worten, wir haben dort versucht, die bestehende unter dem Namen Weltimat, eigentlich Weltimatstrasse, zu brauchen. Weil die ja heute auch als Gemeindestrasse eigentlich so schon sehr stark befahren ist vom Verkehr. Und wir haben gesagt, dass wir dort wirklich wenig Fläche beanspruchen, dümmer eigentlich möglichst noch an die Autobahn gehen mit der neuen Linienführung, brauchen die bestehende Strasseninfrastruktur und versuchen nachher, und das sieht man nachher im Bereich von Oberentfelden, sich Knoten zu machen, wo man nachher die auseinandernimmt, auch, und zwar aus dem Grund, dass man nicht auf einem Knoten wieder sehr starke Belastung hat, die nachher auch dazu führt oder animiert, zum Beispiel in das Siedlungsgebiet von Oberentfelden reinzufahren. Und dort haben wir darum das so entflechtet. Das sieht man im Bereich jetzt von dieser Folie auf der linken Seite. Selbstverständlich werden im Bereich von Knoten von der Welt im Arztstrasse das Teilstück, wo dort zwei Kreuzchen sind, werden wir renaturieren. Das heisst mit anderen Worten, man kann dort wieder nachher Fläche zurückgeben an die Landschaft. Was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir werden im Bereich von der Mittellandmolkerei AG von der EMMI werden wir die Zufahrt beim Hürtli werden wir können sicherstellen von dieser Seite. Was wir aber werden machen, dass die ganze Wirkung von der Ost- und Zypernumfahrung zum Tragen kommt. Wir werden einen Netzschnitt machen im Oberteilweg und in der Ringstrasse. Das finde ich mir, das ist zentral, dass nachher auch eigentlich dort kann die Siedlungsentwicklung bzw. Quartierentwicklung stattfinden. Hier Fotos. Wir haben auch versucht, wir hätten so müssen machen, eigentlich aus technischen Möglichkeiten, um zu schauen, bringen wir das überhaupt dann auf den engen Raum. Es ist vor allem im Bereich von der Überführung dann in Grenichen ist es ein Thema gewesen. Wir hatten aber dann zumal auch Bereiche vom Grundwasser, wo wir gewusst haben, dass wir mit der ursprünglichen Führung bzw. auch in der Vertikalen keine Möglichkeit haben, die Grundwasserströme können so zu durchqueren, dass wir nicht ein Problem hätten bekommen. Wenn man jetzt sieht, links unten, wir mit der Überführung, sieht man gut, wie wir eigentlich mit dem Kreisel daherkommen können. Die Überführung und nachher unten durch, wie gesagt, dass wir nachher im richtig so Bauhalden fahren und dort nachher eigentlich abstechen, den Dorfbautunnel. Beim rechten oberen Bild sieht man, wenn man sich, ist ein bisschen schwierig zum schauen, jetzt gerade dort, wo der Wald ist, das wäre die Autobahn als Orientierung. Wenn ihr schaut von oben gegen rechts runter, das dicke graue Band, das wäre die Autobahn A1. Und wir versuchen nachher, man sieht es jetzt nicht so gut auch eigentlich mit der Weltimatstrasse, wo ich gesagt habe, Richtung Oberentfelde, die zwei Knoten, die ich vorher gezeigt habe, auf den Situationsplan so zu entflechten. Und man sieht, es passt sich eigentlich gut eigentlich in die ganze landschaftliche Situation ein. Was heisst jetzt das konkret? Ja, vorher die Gesamtplanung gezeigt. Ich werde kurz darauf eingehen von drei Lösungsansätzen. Massnahmen sind in den Bereich Siedlungsentwicklung, Verkehrsplanung und Landschaftsentwicklung angesiedelt, noch einmal. Wir werden, und das ist jetzt ganz ein wichtiger Punkt, die Massnahmen, die als flankierende Massnahmen auch deklariert sind, im Agglomerationsprogramm Aareland, vierte Generation aufnehmen. Das heisst, wir kommen dort nachher auch entsprechend, wenn das Programm, das wir einreichen gegenüber vom Bund, gegenüber vom Bundesamt für Raumentwicklung, dass das auch einen positiven Nutzen kann generieren und wir dort auch die Möglichkeit haben, vom Bund anteilsmässig Geld zu bekommen für die Umsetzung dieser flankierenden Massnahmen. Das Konzept erfolgt in der Abstimmung zwischen Siedlung, Verkehr und Freiraum. Und Freiraum ist damit gemeint, eben, wenn wir auch diskutieren über Bäche, zum Beispiel über Wälder und Landschaftsvernetzungen.
Was auch zentral ist, und dass das dann wirklich auch umgesetzt wird, das ist uns ein sehr grosses Anliegen, sind wir dran, mit den betroffenen Gemeinden zusammen eine sogenannte Planungsvereinbarung zu machen, wo wir die einzelnen Massnahmen, und es sind recht viele, mit denen regeln. Erstens mal, wer macht was wann und zu welchem Preis bzw. wer übernimmt welche Kosten. Das tun wir parallel dazu zu diesem ganzen Konzept tun wir das zusammen erarbeiten. Wenn ich jetzt hier kurz darauf eingehe, bei den Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen, vorher habe ich das kurz erwähnt, dass es auch konkret bedeutet, die Vernetzung, welche wir machen, wenn man Wald tut, oder dass man Ersatzaufforstung macht. Was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, auch sind die Bäche. Wir haben im Bereich von links unten Richtung Oberentfeld dazu, haben zum Beispiel aus Tal Bächli, da würde man Aufwertung machen, das heisst, was begradigt sie sehen, würde man versuchen, mehr in die Natur einzubinden. Was auch ganz wichtig ist, wir noch zwei andere Bäche haben. Das ist im Bereich von Grenichen, eher auf der westlichen Seite. Dort hätten wir sogenannte Ausdolung vom Gänselbach und da gibt es auch eine Ausdolung vom Obertelbach. Dort hätten wir das eigentlich auch so vorgesehen. Was mit dem erhoffen natürlich auch, und das sieht man auch von der, anhand von der Verkehrszahlen, dass wir mit den Massnahmen, die wir hier definiert haben, auch Massnahmen zur Reduktion von der Umweltbelastung haben, also weniger CO2-Ausstoß, dass wir eigentlich auch erreichen in diesen Zentren, gerade in diesen Gemeinden und auch, dass natürlich auch die Leute weniger vom Lärm betroffen sind, dass wir selbstverständlich auch weniger Verkehr in diesen Siedlungen haben. Bei den verkehrlichen Massnahmen im Bereich Fuss- und Veloverkehr möchten wir das Netz optimieren. Das heisst auch konkret, wir werden gerade im Bereich von Pfisteren abtrennende Veloführung machen. Über die Brücke auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie ich vorher erwähnt habe, haben wir die alte Brücke Wienertal, die historische, und wir werden offen behalten für den Fuss- und Veloverkehr. Und was auch wichtig ist, dass wir dort, wo es Konflikte gibt, auch mit der Umfahrung, dass wir dort Überführungen planen, dass wir dort auch mit grosser Sicherheit eigentlich kann die Velowege benutzen. Wir werden dort auch gewisse Lücken schließen im kantonalen Veloroutennetz. Dann geht es noch an der Schnittstelle öffentlicher Verkehr. Werden wir auch mit der Gemeinde zusammen schauen, wie kann man das noch besser machen. Also wir werden schauen, dass die Möglichkeit da besteht im Zusammenhang mit Veloabstellplätzen, dass genügend vorhanden sind, dass die vielleicht auch gedeckt sind. Und an der Bushaltestelle, dass es funktioniert, das sind auch Sachen, die wir nicht nur mit im Zusammenhang mit dem Projekt machen, sondern es ist auch das, was wir eigentlich gesamtkantonal im Sinn haben, dass wir die Umsteige vom motorisierten Individualverkehr auf den Fuss-Veloverkehr weiter fördern kann. Wir haben bei den verkehrlichen Massnahmen weiterhin eine optimale Wirkung von der Infrastruktur, wenn natürlich Massnahmen müssen wir sehen, zur Verkehrslenkung gleich notwendig sein. Als Beispiel eben das, was ich vorher gesagt habe. Es bringt nichts, wenn man zwei Achsen hat wie die Bernstrasse und die Umfahrung. Und die Bernstrasse ist dann genau gleich belastet wie vorher. Also dort wird man wirklich eine Verlagerung hinbringen. Und das kann man nur durch das, wenn man auch Verkehrsmanagementmaßnahmen einsetzt. Zum Beispiel auch im Kreis oben, wo wir gesehen haben, beim Pfister dort, wo man nachher eigentlich die Überführung macht, ist es ganz wichtig, dass man den auch steuert, dass man nicht am Schluss alle motorisierte Individualverkehr wieder im Zentrum hat, sondern wirklich nur die, die eigentlich durch denen müssen gehen. Die Massnahmen zur Abstimmung von Siedlungsverkehr und Freiraum, da, was ich vorher schon erwähnt habe, ist auch wichtig, eine Aufwertung von der Ortsdurchfahrt mit dem sogenannten Betriebs- und Gestaltungskonzept. Das heisst, dass man dort schaut, dass man nicht nur Kanäle hat von Strassen innerhalb von einer Gemeinde, sondern dass das ineinander reinfließt, die Siedlung und der Verkehr, sondern dass es auch eine grosse Aufenthaltsqualität gibt innerhalb von dieser Siedlung. Und zum Letzten sind eigentlich, dass wir auch versuchen, eigentlich sogenannte die Zentren zu stärken. Wie ich vorher erwähnt habe, ob das jetzt wie links unten in Oberend- und Unterendfeld ist, in Suhr oder in Grenichen, das ist weiterhin ganz wichtig, dass wir Gewerbe entwickeln können. Gerade in dem Bereich, wo man dort Aufgang hat, nachher zur Überführung. Dann, dass man die Entwicklungsschwerpunkte weiterentwickeln kann. Das ist auch ganz wichtig.
Geschichte und was für mich auch, persönlich auch eine ganz gute Geschichte ist, dass wir eine Quartierentwicklung machen können. Das sieht mit diesem violetten Bereich im Helgenfeld unten. Und durch das braucht es selbstverständlich den Netzschnitt, den ich vorher schon erwähnt habe, zwischen Obertellweg und der Ringstrasse. Was wichtig ist, im grauen Bereich, dass man auch Umnutzung der Areale vornehmen kann. Zu den Kosten würde ich jetzt gerne das Wort wieder am Regierungsrat Landstatthalter Stefan Attiger geben. Besten Dank. Ja, selbstverständlich kostet das etwas. Ich würde aber auch sagen, wir sind noch nicht auf Projektebene. Es geht ja noch nicht jetzt um einen Baukredit. Trotzdem, dass man die Grössenordnungen kennt. Wir kalkulieren jetzt mit etwas über 200 Millionen Kosten für das ganze Projekt. Das ist natürlich insbesondere die Tunnelvariante, die hier stark zu Buche schlägt, die aber natürlich entsprechend das Ganze auch siedlungsverträglich macht. Wir sind in der Festsetzungsstufe, das heisst, wir haben eine Kostengenauigkeit von plus minus 30%. Das kann irgendwo zwischen 150 und 250 Millionen sein. Nochmal, heute rechnen wir etwas über 200 Millionen gemäss dem heutigen Planungsstand. Jetzt freut es mich, dass der Marco Cennoni da ist, Gemeindepräsident von Sur. Wir haben das eng auch mit der Region zusammen entwickelt und freut mich, dass er heute da ist und er wird ein Statement aus Sicht von der Region abgeben. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Stefan Attiger, lieber Carlo Degelo, der Gemeinderat von Sur und die Region unterstützt das Projekt. Wir haben Veras, wir haben den Planungsprozess in den letzten Jahren dürfen eng begleiten. Wir sind einbezogen worden. Wir haben gesehen, die Projektziele sind breit abgestützt. Und zentral sicher für Sur, aber auch für die übrigen Gemeinden, ist die Entlastung vom Durchgangsverkehr. Das eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug auf qualitative Entwicklung, innere Entwicklung, auch in unseren Dörfern. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich danke den kantonalen Stellen für die sehr gute Zusammenarbeit, die wir in diesen Jahren hatten und auch die sehr gute Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden, insbesondere Gränichen und Oberentfelde, die auch stark betroffen sind. Sur selber wird natürlich auch in Zukunft als Drehscheibe wirken, das ist ja rein von der Lage her. Eibruck hast du mehrmals erwähnt. Wir haben zwei historische Brücken, die eine über Zure, die andere über die Wiener. Das zeigt, dass in Sur immer Ost-West und Nord-Süd immer ein verbindendes Element war. Und da sind wir auch bereit, weiterhin zu erfüllen und sind aber froh, dass mit der Veras als Gesamtpaket mit der Umfahrung dass wir auch neue Perspektiven haben in Bezug auf die Entwicklung des Dorfes. Umso wichtiger sind die flankierenden Massnahmen, die sehr gut aufgezeigt worden sind. Und zwei, drei Stichworte dazu für uns, gerade bei den Fuss- und Velo-Verbindungen, haben wir sehr wichtig, die Verbindungen aus dem Raum raus, zwischen den verschiedenen Räumen, aber natürlich auch in der Siedlung intern. Dort steht für unsere Bevölkerung an oberster Stelle auch die Sicherheit. Und ein Wunsch von uns ist sicher, dass in einem Teilgebiet von der Tramstrasse auch Tempo 30 soll eingeführt werden. Der öffentliche Verkehr ist auch erwähnt worden. Haben wir gute Verbindungen, aber es gibt auch noch Potenzial zur Verbesserung. Zum Leben ist die ganze Landschaft von grosser Bedeutung und als Erholungsraum für die Bevölkerung in unsere Region. In dem Sinn, als Fazit, wenn man das ganze Projekt anschaut, das ganze Konzept, die ganze Planung, sage ich nochmal, Veras überzeugt uns sehr. Vielen Dank für die Arbeit bisher. Besten Dank. Besten Dank. Da würde ich noch ein paar Ausführungen machen zum Verfahren. Es ist ein normales Richtplanverfahren mit Richtplanstufenfestsetzung. Das heisst, dass die Festsetzung durch den Grossen Rat erfolgt und wir jetzt entsprechend die Anhörung machen. Was auch wichtig ist, auf dieser Richtplanstufe Festsetzung heisst, wir haben es räumlich abgestimmt.
Siedlungsverträglichkeit und räumliche Abstimmung liegt vor, aber es ist noch nicht ein Projekt. Die Trassen können sich noch plus minus 50 Meter verschieben. Nachher in der Detailprojektierung und auf Kostengenauigkeit habe ich schon darauf hingewiesen. Wie sieht es terminlich aus? Terminlich sieht es so aus, dass wir jetzt den Start von der Anhörung machen, normal 3 Monate, nachher die Auswertung machen. Und das Ziel wäre, wenn es irgendwie geht, auch mit dem Grossratsbetrieb, dass wir das ja noch einen Beschluss für die Festsetzung im Grossrat können abholen. Da möchten wir motivieren, an der Mitwirkung teilzunehmen. Danke dir jetzt schon auch für alle Eingaben, die kommen. Was aufliegt, was auch zur Verfügung steht in der öffentlichen Anhörung, sind sämtliche Unterlagen, sämtliche Berichte zu diesem Projekt, aber auch beispielsweise zu flankierenden Massnahmen. Das sind Detailberichte, Konzepte, die hier vorliegen, aber im Wesentlichen natürlich der Anhörungsbericht, der eine Zusammenfassung ist von all diesen Massnahmen und von diesen technischen Überlegungen. Aber wenn da jemand genauer reinschauen will, stehen die zur Verfügung. Anpassung vom Richtplan Festsetzung Verkehrsinfrastrukturentwicklung Raum Sur. Die Anhörung offiziell 20.03. bis 12.06. Die Unterlagen sehen Sie hier auf dem Link, normal abrufbar. Es gibt auch eine Papierauflage. Was wir aufgrund von der aktuellen Situation verzichtet, ist auf eine öffentliche Infoveranstaltung. Wir tun oder haben jetzt die Medienmitteilung entsprechend aufgenommen und die wird auch elektronisch zur Verfügung stehen für Leute, die hier die Präsentation anschauen wollen. Selbstverständlich, die Unterlagen sind auch elektronisch verfügbar. Besten Dank für Ihr Interesse und danke jetzt schon für die Mitwirkung.